Der unzufriedene Elefant. Ein unzufriedener Elefant kam eines Tages zum Zauberer Salabimba. Der konnte alles, was er mit seinem Zauberstab berührte, verzaubern. »Lieber Zauberer Salimba«, sprach der Elefant, »täglich muss ich ein so riesiges Gewicht mit mir herumschleppen. Verzaubere mich doch bitte in einen kleinen Hasen, damit ich es leichter habe.« Da berührte ihn der Zauberer mit seinem Stab, und sogleich war aus dem Elefanten ein Hase geworden. Glücklich hoppelte er über das Feld. Doch nach wenigen Tagen erschien er wieder beim Zauberer und beklagte sich. »Ständig hetzen die Hunde hinter mir her. Könntest du mich nicht selbst in einen Hund verzaubern?« »Wie du wünschst«, antwortete der Zauberer, und im Augenblick war aus dem Hasen ein Hund geworden. Aber kaum waren 3 Tage vergangen, da klopfte dieser beim Zauberer an. »Solch ein Hundeleben ist auch nicht das Richtige«, sprach er. »Ein Bauer griff mich auf und legte mich an die Kette. Zum Glück konnte ich mich bei einer passenden Gelegenheit davonmachen. Bittere, verzaubere mich doch wieder in einen alten Elefanten, der ich am Anfang war.« Der mitleidige Zauberer Salabimba erfüllte auch diesen Wunsch. Wie glücklich war er nun, wieder der alte Elefant zu sein. Laut trompetend lief er umher, und sein großes Gewicht schien er nicht mehr im geringsten zu spüren. Futter für die Spatzen. Als die ersten Krokusse blühten, ließen sich die Spatzen lautstark vernehmen. Sie zeterten schon früh am Morgen, gerade so, als wollten sie verkünden, »Auch in diesem Jahr ist dieser Garten wieder unser Revier.« Sie fühlten sich dort wie zu Hause. Das sah man an den Krokussen, die nach wenigen Tagen umgeknickt und zerrupft im Gras lagen. Ja, die Spatzen waren wieder in ihrem Element. Alles gehörte ihnen, zuerst die Frühlingsblumen, dann die schönen roten Kirschen. Übermutig spotteten sie den ganzen Sommer lang über eine Pflanze, die sie hier noch nicht angetroffen hatten. »He, du Besenstiel, was soll aus dir werden?« höhnten sie. »An dir ist ja gar nichts dran. Du bist doch nur ein grüner Stängel. Piep, willst wo in den Himmel wachsen?« Doch die Pflanze ließ sich nicht beirren. Sie wuchs noch ein Stück höher. Der Herbst kam. Die Nächte wurden kalt. Von den Blumen und den Kirschen war nichts mehr zu sehen. Langsam wurde das Futter knapp für die geschwätzigen Spatzen. Hungrig schwirrten sie umher. Sie beschlossen sich, nach der langen Latte umzusehen. Und siehe da! Diese hatte inzwischen golden wie die Sonne geblüht und unzählig viele Kerne angesetzt. »Entschuldige, dass wir dich verspottet haben«, zwitscherten die Spatzen. »Willst du uns helfen, unseren Hunger zu stillen?« Die Sonnenblume nickte würdevoll und die Spatzen konnten sich an den guten Sonnenblumenkernen laben. Als Uribert zum Waldfest flog. Im Kirchturm wohnte das Uhrenmännlein Uribert, das die große Kirchturmuhr überwachte. Weil die Uhr schon sehr alt war, musste das Männlein den Zeiger jede Stunde einen Schubs geben und sie ging wieder richtig. Eines Abends kam Eulalia, die Eule aus dem Dorfwald, angeflattert. »Komm mit zu unserem Fest, so ein wichtiger Mann wie du darf nicht fehlen.« »Unmöglich«, bedauerte das Uhrenmännlein, »ich muss doch den Zeiger alle Stunden anschubsen.« Eulalia beruhigte ihn. »Ich werde dich rechtzeitig heimbringen.« So setzte sich Uribert auf die Eule und beide flogen zum Dorfwald. Da war was los. Die Froschkapelle spielte, der Vogelchor sang, der Regenwurm tanzte mit dem Schmetterling und der Igel mit dem Häschen. Die Blumenelfen schenkten süßen Honigwein aus, und der schmeckte dem Uribert. Plötzlich wurde er so müde, dass er unterm Fliegenpilz einschlief. Doch fand ihn die Eule und flog mit ihm in den Kirchturm zurück. Uribert war sofort munter, denn er dachte an seine Pflicht und sang, »Jetzt geb ich Schwips und Schwups dem Zeiger einen Schubs.« Und am anderen Morgen kamen alle Kinder eine Stunde zu spät in die Schule, weil Uribert 2 volle Stunden unterm Fliegenpilz geschlafen hatte. Aber Herr Lehrer hat nichts bemerkt.
Seine Taschenuhr war nämlich auch nach dem Kirchturm eingestellt. Wie das Wölkchen regnen lernte. Am blauen Himmel segelte ein kleines weißes Wölkchen. Es formte sich zu einem Krokodil und dann zu einem Häschen. »Ui, dort fliegt der Osterhase«, riefen die Kinder unten auf der Erde. Da türmte sich die große, graue Mutterwolke, die heute im Nachbarort Regendienst hatte, über dem Wald auf und schalt, »Macht nicht so dummes Zeug, lern lieber das Regnen!« Das Wölkchen schämte sich und wurde im Abendsonnenschein ganz rosa. Schnell ließ es sich nach unten fallen. »Heut gehe ich der Mama lieber aus den Augen«, dachte es und flog über einen Garten. Dort kniete die Susi auf einem Stuhl und steckte den Finger in ein Marmeladenglas, das auf dem Gartentisch stand. In dem Moment kam die Oma aus dem Haus, aber das Wölkchen verdeckte die Susi mit seinem Schatten und die Oma hat überhaupt nichts gesehen. Die kleine Wolke kicherte und ließ sich weitertreiben. »Ja, was ist denn das?« Im Kirschbaum, dem ganzen Stolz der Frau Knitterbeck, saßen drei Lausejungen und verspeisten eine Kirsche nach der anderen. Da empörte sich das Wölkchen und pumpte sich auf, und plötzlich fielen Regentropfen aus seinem Bäuchlein. Mehr und immer mehr, und ein wahrer Platzregen trieb die pudelnassen Burschen vom Kirschbaum. »Ich kann regnen, ich kann regnen«, jubelte das Wölkchen, und der Wind trug es in den Himmel hinauf zur großen Mutterwolke, die das kleine Wölkchen natürlich sehr lobte.